Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen uns mal wieder eure Goodies an und keine Sorge, es kommen davon immer mehr Videos. Und alle Goodies liegen hier neben mir in so einer großen Tüte. Sie ist fast voll, also brauche ich vielleicht bald noch eine zweite Tüte. Aber die Sachen werden dann wirklich erst benutzt, wenn sie euch einmal gezeigt worden sind. Nur, naja, Zeit und so. Und irgendwie, ja, habe ich so viele tolle Sachen, die ich euch zeigen möchte. Ja, ihr seht es ja selber auf dem Kanal. Aber ich finde es richtig cool, dass das so gut läuft mit dem Video am Tag. Also, dass jeden Tag ein Video kommt. Und ja, dafür geht schon mal viel Liebe an euch raus, dass ihr immer so fleißig Kommentare da, schreibt und ein Herz da lasst und so. Und ja, den einen oder anderen Kanalmitglied habe ich ja auch. Das, der, die, das. Ihr wisst schon, was ich meine. Den einen oder anderen Unterstützer habe ich quasi auch noch. Und ja, jetzt wollte ich euch einmal zusammen anschauen, was denn alles so an Post an mich gegangen ist. Das meiste ist quasi die Sachen, die beim ATC-Tausch mit als Goodie für mich lagen. Also vielen, vielen Dank schon mal dafür. So, ihr Lieben, wir fangen mit den Sachen vom Kreativfalter an, beziehungsweise vom Kreativsternchen von der lieben Melissa. Das war einmal eine ihrer Party-ATCs. Ihr seht schon, ist schon ein bisschen her. Hoppala, Kasimir, Vorsicht. Und ja, guckt mal, wie süß, ne? Also der Hintergrund und auch das Stanzteil ist vom Kreativfalter. Und der Kreativsternchen, also meine liebe Melissa, hatte noch eine kleine Verlosung. Und da habe ich auch gewonnen. Und zwar Junk Journal Papier vom Kreativfalter. Und zwar Sommerstrand 1 in A4-Format. Das zeige ich euch natürlich noch einmal. So. Und wenn ihr euch fragt, wieso Herzen, da waren noch Herzchensticker, aber die habe ich euch schon in einem Video gezeigt. Deswegen, guckt mal, ist das nicht schön? Das ist immer das Cover, was man sich dann natürlich auch gut zurechtschneiden kann. Und das Ganze ist 120er Grammatur. Und das ist so ein Cremepapier. Guckt mal bitte, wie schön. Ich bin der Meinung, das hier gibt es auch als ATC-Hintergrund. Oder eins, was sehr, sehr ähnlich ist. Aber das ist schon mal wunderschön. Oh, guckt mal. Ich finde das auch mit dem Mond hier oben sehr süß. Das ist so ein Detail. Auf sowas stehe ich ja. Auch sehr cool. Guckt mal. Das geht wieder in eine andere Richtung. Aber auch die mag ich sehr, sehr gerne. Guckt mal. Hübsch, oder? I love it. Cool. Guckt mal, wir haben hier einen Steg. Da kann man natürlich super Menschen raufsetzen. Entweder von hinten, dass die so ins Meer gucken und dann hier so ein schöner Stempel Fernweh. Stelle ich mir auch ziemlich cool vor. Ach, wie süß, solche alten Holzhütten. Oh, sowas hat immer Charme. Sehr, sehr cool. Und das hier, ja, ist die letzte Seite. Ist das nicht hübsch? Ich bin verliebt. Oh, also meine liebe Melissa, nochmal vielen, vielen Dank dafür. Und liebe Tina, vielen Dank, dass es dieses tolle Papier gibt. Und wie immer gilt, dass ich es ein bisschen versuche, sortiert zu haben. Bastelmaterial, selbst gebasteltes Essen oder was auch immer wir jetzt noch so in die Finger bekommen. So, dann haben wir jetzt noch drei Party-ATCs von der lieben Britta. Ich lege sie schon mal alle drei hin. It's your party und total in mein Farben. Ich liebe ja Mint total. Wobei ich gefühlt gar keine mintfarbenen Klamotten habe, fällt mir gerade so ein. Schatz, ich muss wohl shoppen. Nein, Geld wird für Stempel investiert, keine Sorge. Also, die ist auch sehr, sehr cool. Und wie gesagt, die ist von der lieben Britta. Dann haben wir diese tolle, tolle Cocktail-ATC. Ich finde die Stanze auch sehr, sehr cool. Ihr seht das hoffentlich ganz gut mit dem Spiegelkarton. Und die tolle Party-Time mit diesen tollen Glitzerluftballons. Und ich finde das so cool, dass sie die so, ja, überschlagen und gewimpelt hat. Mag ich total gerne. Also, liebe Britta, auch vielen Dank für die extra ATCs. Nur für mich. Ich freue mich. So, ihr Lieben, jetzt kommen wir schon zu maritimen Sachen. Wie gesagt, es ist auch ein bisschen durcheinander. Alle vier ATCs, die ich euch gleich zeige, sind von der lieben Conny. Und sie heißt auf Instagram ConnyBA_333. Und guckt euch diesen tollen maritimen Wichtel an.
Ich bin verliebt. Ich liebe ja sowieso Wichtel. Und Maritim, ihr erinnert euch selber an diesen genialen Tausch. Also wirklich sehr, sehr cool. Und diese Stanze. Ich glaube, ich habe sie mir gekauft oder ich habe sie in meinen Warenkorb gelegt. Aber eins von beiden. Dann moin. Dieses Walross. Meeresgesabbel. Und genau so ist es. Hier wieder die zwei Seiten abgerundet, was ich ja immer ausprobieren will. Wie lange sage ich euch das jetzt schon? So ein halbes Jahr, glaube ich. Irgendwann kommt es. Und ich mag das halt auch so, dass sie diese Ecken so toll abgeranzt hat. Das kann man hier mit so einem Ding machen. Ich habe meinen von Craftelia. Also ich habe den geschenkt bekommen. Ich habe den nicht gekauft. Ich habe da noch nie bestellt. Aber damit kann man solche Ecken machen. Man kann das auch mit einer Schere machen. Aber ihr wisst, wie groß die Verletzungsgefahr bei mir ist. Deswegen lassen wir das lieber. Dann haben wir diesen tollen ATC-Coin mit dem Ahoi. Das Band hier ist von Kreativdepot. Das fühle ich direkt. Und ach, die Farbkombi ist doch einfach mega. So, das ist das Set Anker und das ist das Set Moin. Und guckt mal, ich liebe sie ja. Meine Wop-Ons. Von Kreativdepot. So, so schön. Hier habe ich auch geklärt, wo die Stanze herkommt. Und ich glaube, die... Nee, bestellt habe ich sie auch noch nicht. Aber ich habe eine Antwort bekommen. Und guckt mal, ist sie nicht schön? Richtig toll. Und das ist das Set Ahoi. Also, liebe Conny, auch vielen, vielen Dank an dich. Ich liebe sie. Richtig, richtig schön. Oh, die ist so süß. Guckt mal, wie sie funkelt. Magische Momente. Mit dem tollen, tollen Glitzerpapier. Hier auf der Schnecke ist auch noch mein Glitzerstein. Ist das nicht süß? Die Stanzteile hier sind auch wieder vom Kreativfalter. Und, ach so, habe ich euch erzählt, von wem das ist. Das ist von der lieben Agnes. Und sie hat mir hier auch Washi-Stamples. Heißt das so? Ich glaube, das heißt Washi-Stamples geschickt. Mega schön. Ich meine, guckt mal, wie hübsch die sind. Seht ihr, wie das Goldene hier funkelt und das hier? Mega. Das schmeiße ich gleich direkt erstmal in meine Washi-Schublade. Ich danke dir. Und sie packt die Sachen ja immer in so tolles Packpapier ein. Guckt mal, da sind Bienchen drauf. Ich muss gestehen, ich bin ein Mensch, ich mag kein Lavendel. Und ihr fragt euch jetzt alle, was erzählt sie denn da? Es geht doch um Bienen. Und ich laufe jeden Tag an einem relativ großen Lavendelstrauch vorbei. Und da sind so viele Bienen und Hummeln. Und ich freue mich jedes Mal und immer so, guck mal, wie groß die ist. Und oh, guck mal, guck mal. Bin voll begeistert und hasse trotzdem Lavendel. Aber ich freue mich immer, dass da so viele Tierchen dran sind. Daran musste ich gerade denken bei den süßen Bienen. Also meine Liebe, ganz lieben Dank auch an dich. So, dann kommen wir zu der lieben Gabi. Zu Gabi 15 oder Gabi-Line? Gabi-Line 15 auf Instagram. Und da haben wir diesen tollen ATC-Coin. Seht ihr, wie das funkelt? Mega cool. Und es gab noch zwei Tees für mich. Nordische Blaubeere. Ich liebe ja Blaubeertee, also die nordische Blaubeere. Von der anderen Marke. Ich bin mal gespannt, wie der ist. Die kenne ich tatsächlich gar nicht. Aber ich bin mir sicher, wird lecker sein. Und Himbeervanille. Oh, die riechen so gut. Ich danke dir, Gabi. Seht ihr, das ist sowas für die andere Seite hier. Nur da muss ich immer aufpassen mit den Marken. So, weiter geht's. Oh, es macht so Spaß. So, in diesem kleinen süßen Tütchen waren ein paar Postkarten. Aber als erstes zeige ich euch von Claudia die schöne ATCs. Wir haben hier einmal die Probekarte. Sei eine Möwe, scheiß drauf. Wie geil ist die denn? Und hier unten ist auch noch so eine schöne 3D-Muschel. Oh, ist das der Hammer. Sehr, sehr cool. Und hier haben wir die Meeresbewohner, ihren ATC-Coin. Und ich finde den so genial. Ich liebe diese leuchtenden Farben. Dann den Hintergrund und einfach putzig. Richtig, richtig cool. Und wie gesagt, jetzt waren da noch ganz viele coole Postkarten drin. Lange Rede, Affe tot. Und dieses beide pink. Mega genial. Geld ist Zeit. Ja, ja. In der Ruhe sollten Taten folgen. Ja, guck mal. Schnecki, Schnecki-Alarm. Übermut ist süß. Herrlich. Die sind cool. Sehr, sehr cool.
Die waren in einem Kalender, glaube ich, drin. Ah! Ein Adventskalender mit 53 Postkarten. Das ist ja cool. Ich freue mich. Danke für diese vier Postkarten. Guck mal, das kann ja hier auf den Stapelchen. Ach, ihr seid wirklich der Hammer. Ich danke euch. So, wir fangen jetzt einmal mit den Sachen an von der lieben Birgit. Guckt euch mal diese beiden genialen Maritim ATCs an. Moin, moin und Ahoi. Und ich finde das hier mit diesem Anker und dem Vellum so, so schön. Und hier mit dem Band und der Tapete. Hammer. Mega, mega cool. Das ist das Set Ankerplatz und das ist das Set Moin. Und auf Instagram findet ihr die liebe Birgit unter BVDW2022. Mega cool. Und es gab noch einen kleinen Umschlag für mich mit einer Happy Birthday ATC. Ist das nicht süß? Ach, guck mal, wie viel das da funkelt. Ich finde, die Torte passt da echt perfekt drauf. Sehr genial. Ich danke dir, meine Liebe. Vielen, vielen Dank. So, dann guckt euch mal diese kleine süße Meerjungfrau an. Die ist von der lieben Janette und sie heißt Janettes-Zimmer auf Instagram. Und das war einmal ihre ATC nur für mich mit dieser super süßen Meerjungfrau. Und das glitzert auch alles so schön. Und das war dann ihre ATC für den Tausch. Und ich finde das hier auch mit den Wasserspritzern und der Glitzermeerjungfrau mega cool. Oh, habt ihr das gehört, meine Babymaus? Ja, es gibt gleich Essen. Guckt mal. Hammer, oder? Richtig cool. Oh, ich liebe ATCs. Habe ich das schon mal gesagt? So, dann kommen wir jetzt zu der lieben Ina. Und guckt euch diese Karte an. Life is in the moment and make it so beautiful that the will be worth remembering. Ja, ich habe das bestimmt super vorgelesen, aber guckt mal, wie schön diese Karte ist, oder? Ich liebe es. Und wir haben noch drei ihrer ATC-Karten. Guckt mal, die musste ich natürlich mir klauen. Also, nein, ich habe ihn nicht geklaut. Er war für mich gedacht. Also, es war zumindest eine für mich gedacht. Und da musste ich mir natürlich den kleinen Anton schnappen. Das Standteil ist vom Kreativfalter und hier hat sie dann so süße Knoten gemacht. Sie hat auch auf YouTube ein Erklärvideo, wie sie die gemacht hat. Und auch mit dem Hintergrund und der Briefmarke finde ich eine richtig geniale Idee. Dann gab es die hier und die ist quasi komplett so, ja, wie einlaminiert, wodurch das so einen Glossy-Effekt hat und aussieht, als würde das alles unter Wasser sein. Auch mega kreativ. Und dann guckt mal, Leuchttürme. Und ich liebe das ja, wenn die Steine so, ja, verschiedenformig sind. Beste Therapie, Meerluft. Herrlich. Also, liebe Ina, auch vielen, vielen Dank an dich. Und natürlich auch an Luke, der immer dabei ist. So, ihr Lieben, jetzt kommen wir zu den lieben Sachen von Britta. Und ich sag ja, hier ist alles durcheinander. Wir sind jetzt hier schon bei einer Food ATC. Guck mal. Boing. Boing. Wie geil ist bitte diese Avocado? Also ich hasse Avocados. Ich finde, das schmeckt nicht. Auf meinem Döner kommt aber immer Avocado-Soße. Und ich habe sogar ein Plüschtier, das eine Avocado ist, weil die einfach niedlich sind. Hammer. Mega cool. Thema Food von der lieben Britta. Und guck mal, was sie mir hier Schönes gebastelt hat. Auf der Rückseite sind liebe Worte an mich. Und hier ist ein Bänzele. Und wisst ihr, was passiert, wenn ich an dem Band ziehe? Guck mal, da kommt da eine Gesichtsmaske draus. Und guck mal, was das für eine Gesichtsmaske ist. Das ist eine Anton-Gesichtsmaske. Ist das nicht genial? Und es ist so witzig. Ich habe die nicht gesehen im Laden. Ich bin nicht so oft bei DM. Aber meine Schwägerin. Und plötzlich hatte ich dann eine Anton-Gesichtsmaske von ihr und jetzt auch von der lieben Britta. Und ich komme mit der tatsächlich auch echt gut klar. Also ich habe danach keine Pickelchen oder wegen Kokos mag ich ja eigentlich nicht so, aber die ist richtig cool und halt ein Anton. Also liebe Britta, vielen, vielen Dank für die hübsche Verpackung und die tolle Maske und die tolle ATC. Ich freue mich sehr darüber. So, ihr Lieben, hier ist auch noch eine Neon-ATC, die ich euch gar nicht gezeigt habe. Ach, Freunde seit den Neandertalern. Und guckt mal, hier sind die Igel. Ist das nicht süß? Mega süß.
Und die sind von der lieben Toffifee oder Sam. Mega genial. Guckt mal, wie süß. Boing, boing, boing. Oh, herrlich. Ich danke dir. So, ein bisschen Farbe auf dem Tisch. Und zu guter Letzt für heute habe ich diese tolle ATC von der lieben Doreen. Ich meine, guckt euch diesen Drachen an. Ist das nicht geil? Hurra, du bist da. Mit diesem süßen Drachenbaby-Ei und dann dem Stroh drumrum. Wie genial ist das denn bitte, ne? Das Set heißt Drachenbaby und Doreen findet ihr unter Doreen 27 12 83. Mega coole ATC. Ich danke dir, meine Liebe. Also ihr Lieben, das war's dann für heute. Ein großes, großes Herzchen geht an euch alle raus. Guckt euch das an. Ist das nicht der Oberhammer? Oh, ich freue mich. Also ihr Lieben, ganz, ganz lieben Dank und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.